Und wieder ein Nachtrag zu meinem Buch IQ ist nichts und Bildung alles. Und zwar, wie komme ich da drauf? Ich habe heute, das ist seit heute erst im Netz, bei Telegram, ich gebe euch den Link, einen schönen Podcast gesehen und zwar über dumme Menschen von David Snowden. Ich habe dieses Bild etwas auseinandergenommen, damit man David Snowden, damit ich dem entsprechende Ehre erweise und ihn auch als Quelle nenne, über dumme Menschen. Das ist sehr schön zu sehen, die dummen Menschen hier, da kann einer mit Fakten kommen, nee, nee, lass mal, na und so weiter. Das ist sehr schön gemacht, ich zeige es dann auch ganz kurz mal oder machen wir es mal gleich. Ja, ich habe den David Snowden, der hat 12.000 Abonnenten auf Telegram, das ist beachtlich. Habe ich eigentlich nicht weiter gekannt oder so. Und dann, naja, freie Energie und dann alles in solche Späße. Aber der Mann, der hat eben das Herz auf dem rechten Fleck, denke ich mal. Denn was man so sieht, außer solchen energetischen Betrachtungen, lassen wir das mal so stehen, beschäftigt er sich schon mit vernünftigen Argumenten. So, und ja, hier wieder Free Energy und naja, gut, das sind schöne Späße, aber egal. Hier, um dieses Video geht's. Wie gesagt, ich verlinke euch dahin. Und zwar, er zitiert da, oder ich weiß nicht, ob er das selber gesprochen hat, aber oder direkt verfasst hat, aber Dietrich Bonhoeffer, ich kannte ihn damals nur so entfernt irgendwie, einer, der gegen die Nazis was getan hat und so weiter, den hat er angeführt. Dietrich Bonhoeffer hat was ganz Wichtiges geschrieben in seinen Briefen aus dem KZ oder aus dem Gefängnis und darauf geht er ein. Guckt euch dieses Video sehr schön an, also als wenn der Snowden praktisch das Buch gelesen hat. Also das passiert ja öfter, dass viele Menschen die gleichen Gedanken haben. Aber er hat es noch schick ausgebaut. Ausgebaut in Richtung Soziologie. Also ich sage, im Prinzip hängt alles von der Verblödung, also von der Abstumpfung von der geistigen ab. Aber er geht noch einen kleinen Schritt weiter. Guckt es euch an und urteilt dann. Aber mal kurz zu Bonhoeffer. Ich habe den gesucht über das Wort Dummheit und tatsächlich, ich habe dieses Zitat auch gefunden, lehnt euch zurück, ich lese es kurz vor. Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt sich protestieren, es lässt sich bloßstellen, es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern. Das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten noch mit Gewalt lässt sich hier etwas ausrichten. Gründe verfangen nicht. Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden. In solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch. Und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseite geschoben werden. Dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden. Ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Daher ist dem Dummen gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. Da Bonhoeffer ja Christ war, hat er noch einen kleinen Bezug auf Gott genommen. Ich sehe ja in Gott das bessere Ich in uns. Und lesen wir den Rest noch. Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass jede starke äußere Machtentfaltung, sei sie politischer oder religiöser Art, einen Großteil der Menschen mit Dummheit schlägt. Das Wort der Bibel, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit sei, sagt, dass die innere Befreiung des Menschen vom verantwortlichen Leben vor Gott die einzige wirkliche Überwindung der Dummheit ist. Diesen Text, den hat David Snowden, nicht mit Edward Snowden vergleichen bitte, diesen Text, den hat er hier zu Anfang seines Podcasts mitgenommen. Höchst interessant, wie gesagt, verlinkt wird's. Ich kann es nicht hier abspielen, das wäre eine Art Plagiat, obwohl keiner weiß, wer zuerst war, aber dieses Video, das kommt von heute, von 10 Uhr und tralala. Deswegen spiele ich es hier nicht ab. Und urteilt selber. Leute, und keine Kommentare wie, ja, diese Doofen, die Bösen, wir müssen denen uns alle aufhängen und so Quatsch. Wir wissen das alles selber. Solche,
sagen wir mal, dummen Kommentare, die lasst man lieber weg. Sondern ganz einfach, wenn euch noch Gedanken dazu kommen, nachdem ihr alles zu Ende angehört habt, dann frei los. Auf denn! Ich wünsche euch was. Also, mich hat es sehr interessiert. Ich wette, es interessiert euch genauso sehr. Und ich sage immer, mit dem Wissen noch zusätzlich ausgerüstet, dann können wir was tun. Im Ende dieses Videos, dieses Podcasts, am Ende wird ein kleiner Ausweg gezeigt. Na, mal sehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wenn sie sachbezogen sind, also sachlich. Na dann, auf dann.